Mit Armin Laschet, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, wollen wir das ein oder andere Thema besprechen. Es wird im Bundestag ein paar Häuser weiter, so möchte ich es formulieren, ja auch über das Thema Grundrente gesprochen. Muss die Grundrente kommen, auch wenn die Finanzmarkttransaktionssteuer vielleicht zuerst mal nicht kommt? Ja, das wird man jetzt verhandeln zwischen den Koalitionsparteien. Ich finde, wir müssen erst uns konzentrieren auf alle Maßnahmen, die jetzt in der Krise wichtig sind. Man wird gleichzeitig in einer Koalition darauf achten müssen, dass das, was dem Koalitionspartner wichtig ist, auch nicht einfach beiseite gedrückt wird. Und das Ganze muss am Ende in einem stimmigen Gesamtpaket, so wie es noch finanzierbar ist in diesen schwierigen Zeiten, entschieden werden. Nun hat man ja unheimlich große Pakete geschnürt. Dann sagt der Finanzminister gestern, wer gegen die Grundrente ist und die in Frage stellt, der gehört ausgebuht. Ja, ich glaube, man kann unter Koalitionspartnern auch in einem anderen Ton miteinander sprechen. Aber im Prinzip, wenn der Finanzminister diesem Thema diese große Bedeutung gibt, hat das schon Bedeutung auch für die gesamte Koalition. Und ich würde jetzt nicht alle Aspekte, die man vor der Krise sich zum Ziel gesetzt hat, einfach wegwischen. Man muss es ausgleichen und zu einem Gesamtpaket kommen. Nun sind Sie ja Ministerpräsident eines Landes mit vielen darbenden Kommunen, so könnte man es ja formulieren. Jetzt hat Olaf Scholz, der Finanzminister, in Aussicht gestellt, im Rahmen eines Konjunkturpaketes muss da was kommen. Man könne sich ja nicht raussparen aus der Krise, sondern man muss auch den Kommunen helfen. Was stellen Sie sich da vor? Was muss tatsächlich vom Bund auch für Ihre Kommunen kommen? Ja, die Kommunen erwarten vom Land Unterstützung. Die Kommunen erwarten auch von einem Gesamtpaket des Gesamtstaats Unterstützung. Und das ist berechtigt. Bei den Kommunen sind die Steuereinnahmen ja auch eingebrochen. Und viele Aufgaben der Daseinsvorsorge, gerade jetzt, müssen die Kommunen leisten. Deshalb muss den Kommunen geholfen werden. Nur wie man das macht, wie man auch Geld vom Bund in die Kommunen transferiert, das muss man in Ruhe gemeinsam erörtern. Ich freue mich jedenfalls über die Bereitschaft des Bundesfinanzministers und des Bundes, auch der Bundeskanzlerin, mit uns zusammen den Kommunen zu helfen. Das ist ein wichtiges Signal, was jetzt wichtig ist. Da geht es aber nicht um kleine Milliardenbeträge. Nein. Es geht bei allem, was wir im Moment machen, immer um große Beträge, aber einen Rettungsschirm für die Kommunen, die am Ende auch die Wirtschaft wieder in Gang setzen durch Aufträge, kommunale Aufträge für die Infrastruktur und vieles andere mehr, das ist wichtig. Die Bundesratssitzung fängt ja gleich an. Sie schauen schon ein bisschen mit den Füßen. Sie stehen unter Druck, habe ich den Eindruck zumindest. Aber dennoch möchte ich Sie noch fragen zu den Lockerungen. Sie gehörten ja zu denjenigen, die da mächtig Dampf machen. Reicht eigentlich das, was Horst Seehofer da vorgestellt hat, am 15. Juni, wenn dann alles gut läuft, die Grenzen aufzumachen? Oder muss man da nicht in Teilen zumindest schneller sein? Also uns ist es ja gelungen, die Grenze zu Belgien und den Niederlanden immer offen gehalten zu haben, auch in der Krise. Wir merken aber, dass die Kollegen, die geschlossene Grenzen hatten, wo sogar Grenzübergänge geschlossen waren, große Probleme im Zusammenleben über die Grenze hinweg haben. Das betrifft die französische Grenze, das betraf die luxemburgische Grenze. Und ich glaube, dass wir schneller zu Lösungen kommen müssen. Wir müssen den Binnenmarkt wieder beleben. Wir müssen das freie Reisen über Grenzen wieder ermöglichen. Und wir müssen vor allem dazu kommen, die Pandemie europäisch gemeinsam zu bekämpfen. Genau zu sehen, wo sind denn Krisengebiete in den Nachbarländern? Wie kann man sich mit gleichen Hygiene- und Abstandsregeln schützen? Also eine europäische Antwort auf die Krise finden und nicht glauben, dass man mit einer Grenze und einem Schlagbaum das Virus aufhalten kann. Sie haben ja gestern eine Hürde sozusagen weggerissen, die Quarantänebestimmungen, dass wenn man aus dem Ausland kommt, 14 Tage dann in Quarantäne muss. Erklären Sie uns mal, was bringt das dem einfachen Nordrhein-Westfalen? Ja, das war eine Einigung, die wir mit dem Bund erzielt haben. Jemand, der in ein Nachbarland der Europäischen Union ging für 72 Stunden, musste danach 2 Wochen in Quarantäne. Das hat natürlich den Reiseverkehr über die Grenze hinweg extrem erschwert. Und dagegen hat ein Niedersachse geklagt, der in Südschweden eine Ferienwohnung hatte. Aber in Südschweden war der Infektionswert niedriger als an seinem Heimatort.
Und dann hat das Gericht gesagt, ja, das überzeugt uns. Warum soll jemand, der an einen geringer gefährdeten Ort fährt, plötzlich in Quarantäne gehen? Deshalb ist die Regel rechtswidrig gewesen. Die macht aber deutlich, es gab in Deutschland Kreise, die sehr belastet waren mit hohen Infektionszahlen. Da durfte man hingehen, aber nicht ins europäische Ausland. Dass man also Regeln braucht, die der Pandemie angemessen sind, die man gemeinsam bekämpft, aber nicht eine Quarantäneverordnung für Menschen, die sich frei bewegen. Nun sind Sie ja schon mehrmals jetzt sozusagen die Speerspitze der Bewegung mit gewesen, zumindest hat. Was würden Sie sich jetzt zusätzlich noch vom Bund wünschen? Was sind Ihre nächsten Erwartungen? Wie geht es jetzt weiter? Na, das Wichtige ist jetzt, dass wir diese zweite große Öffnungsstufe, die am Beginn dieser Woche gestartet ist, dass wir da jetzt genau die Infektionszahlen beobachten und dass wir in den Kreisen, wo sie plötzlich ansteigt, wie jetzt in der Fleischindustrie in Coesfeld, dass wir da auch sehr gezielt reagieren. Wenn das funktioniert, die nächsten ein, zwei Wochen, wir gehen ja tastend Schritt für Schritt vor, dann haben wir die Möglichkeit, in dieser verantwortungsvollen Normalität zu sehen, wie wird das mit den Sommerferien? Das ist ja eine Frage, die viele Menschen bewegt. Und auch die werden nur funktionieren, wenn die strengen Regeln, die wir in Deutschland haben, auch an den Urlaubsorten eingehalten werden. Und das müssen wir dann zusammen verabreden, wenn wir da Bilanz ziehen können. Also in zwei Wochen haben wir ein bisschen mehr Licht im Tunnel, so interpretiere ich Sie zumindest, Herr Ministerpräsident. Recht herzlichen Dank.